Hallo, ich bin Markus von Meine Ernte und heute zeige ich, wie man Gemüse erntet. Klingt ganz einfach, da gibt es aber auch immer ein paar Kleinigkeiten zu beachten. Bei Rote Beete kann es sein, je nachdem wie dicht die ausgesät sind, dass sie einfach zu eng wachsen und sie sich nicht die gewünschte Größe erreichen können. In dem Fall nimmt man einfach welche raus, sodass die verbliebenen danach genügend Platz haben, um die gewünschte Größe zu erreichen. Bei Grünkohl hält sich ja die Legende, dass er erst Frost braucht, bevor er geerntet werden kann. Bei den neuen Sorten ist das eigentlich nicht mehr so. Das heißt, Grünkohl können Sie auch schon vorher ernten. Je nach Bedarf, wenn Sie ein bisschen Grünkohl wollen, schneiden Sie einfach die einzelnen Blätter ab, von außen nach innen. Sie können natürlich auch, wenn Sie jetzt die ganze Pflanze ernten wollen, sollten Sie die rausziehen, das heißt komplett rausnehmen, dann die Blätter vom Strunk entfernen, damit sich keine Krankheiten, die typisch für Kohl sind, im Boden bilden. Der wäre jetzt noch zu klein, aber der hier hat eine schöne Größe, gut zu ernten, das heißt ganz einfach aus dem Boden rausziehen, vor Ort die Wurzeln abschneiden. Und auch das Grün kann man ein bisschen ausputzen, kann man entweder als Mulch auf dem Boden liegen lassen, aber auch, was nicht viele wissen, auch beim Knollenfenchel kann man das Grün grundsätzlich essen. Kopfsalat ist einfach zu ernten. Entweder abdrehen oder mit einem Messer einen Schnitt. Beim Kohlrabi ist zu beachten, dass sie nicht zu groß werden. Der hier hat eine sehr schöne Größe. Je größer sie werden, desto größer ist auch die Gefahr, dass sie holzig sind. Man zieht sie einfach aus der Erde, schneidet mit dem Gartenmesser unten die Wurzeln ab und putzt die unteren Blätter ein bisschen aus. Fertig. Die oberen Blätter kann man übrigens auch essen. Zuckererbsen kann man direkt vom Strauch abbrechen und dann, wenn die Erbsen, die eigentlichen Erbsen noch nicht so dick sind, ungefähr in dieser Größe, einfach abbrechen. Die kann man ganz einfach roh vom Strauch essen. Trick dabei ist, hinten so diesen Faden abzuziehen, dann ist es noch zarter. Bei den Bohnen ist es ganz ähnlich wie bei den Erbsen so, dass man am besten so in dieser Größe die abknipst und die immer wieder durcherntet, sodass die Bohne dadurch angeregt wird, neue Blüten zu bilden und immer neue Bohnen erzeugt. Beim Rucola ist es so, dass man ihn eigentlich auch die ganze Saison über ernten kann, weil er frische Blätter bildet, nur er geht recht gerne in Blüte. Der hier ist schon kräftig in Blüte gegangen. Was man da immer versuchen kann, ist ihn ungefähr handbreit über den Boden zurückzuschneiden. Ich suche das mal. Das legt ihn jetzt an, wieder neue Blätter anstatt Blütenstände zu bilden. Vom Mangold hat man eigentlich den ganzen Sommer was, wenn man immer wieder, je nach Bedarf, die äußeren Blätter, die noch schön sind, an der Basis abbricht und verbraucht. In der Mitte treibt er dann eigentlich den ganzen Sommer neu aus. Die legt jetzt langsam los. Das heißt, am besten gar nicht mehr allzu lange warten mit der Ernte. Weil wenn die mal richtig loslegt, dann, dann kommt man oft nicht hinterher. Wenn Sie dann eine Reihe ganz abgeerntet haben mit Salat, Spinat oder Radieschen, geht das ja immer sehr schnell. Nutzen Sie den Platz für neue Aussaaten oder Pflanzungen. Auf unserer Seite finden Sie eine reiche Auswahl an Biosaatgut oder Jungpflanzen halt im Fachhandel. Aber nutzen Sie den Platz und die Zeit in der Saison.